Willkommen zurück zu Final Fantasy Type Zero. So, ich habe zwischen den Folgen ein bisschen trainiert und somit sind jetzt alle Charaktere über 50. Oder 50. Ja, das war... Naja, sagen wir so, ich habe dann einen Trick im Internet gefunden. Den zeige ich euch jetzt mal. Weil auf diese simple Idee bin ich da nicht gekommen. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich mehrere Stunden, Wochen, Jahre damit verbracht, alle so hoch zu trainieren. Und zwar gibt es da diese tolle Möglichkeit dieses Expertentrainings, oder wie das nochmal heißt, bei diesem Typen hier. Genau, Intensivtraining. Das heißt, du wählst den Charakter aus und ja, nach 24 Stunden in Echtzeit bekommt er halt, ist das Maximale, was er an Erfahrungspunkten bekommen kann. Das heißt, du speicherst hier, gehst ins PlayStation-Menü und stellst einfach einen Tag vor. Kommst wieder her und plumm, kriegst ein paar Erfahrungspunkte und somit ist er, glaube ich, jedes Mal ca. 4-5 Level aufgestiegen. Und das habe ich ungefähr so eine Stunde lang gemacht und dann, hey, alle Level 50. Ja, das fand ich jetzt ziemlich praktisch, weil somit erspare ich mir dieses ewige Rumtrainieren. Weil bei 14 Charakteren ist es doch ein bisschen, ja, lange, was man da trainiert. So, aber da wir jetzt Level 50 sind, dachte ich mal, wir können jetzt auch diese schwierigeren Missionen annehmen und auch erledigen. Jetzt muss ich sie bloß finden. Irgendwo hier war doch eine Mission? Nicht? Nein? Da auch nicht? Verdammt, wo war die? Ja, wo war die denn nur? Wo war die denn nur? War die... Nein, die war doch hier in diesem Rüstungslabor. So, da haben wir genau drei Aufgaben. Sehr gut. Yes. So. Gut, finde das Kriegstagebuch. Da müssen wir jetzt zum Krater der Ultima-Bombe und... Oh, ja gut, dann machen wir die Aufgabe doch nicht. Da brauchen wir Stufe 72. What are you doing? Gut, machen wir eine andere. Und zwar diese. Einen Brocken dunkle Materie von einem Morbul in der Rosana-Provinz. Stufe 50. Und den machen wir jetzt. In Gedenken an den Kommandanten. Hä, was? Moment, was haben wir da noch offen? Lande 30 Spezialtreffer und berichte dem Tomberry von deinem Erfolg. Hm. 2 von 30? Haben wir schon? Okay. Ja gut, dann machen wir erstmal das. So. Dann machen wir erstmal diese ganzen Spezialaufträge, bevor wir hier mit der Hauptstory weitermachen. So, mal gucken, ob wir jetzt eigentlich einen Feldeinsatz auch annehmen können, den wir eventuell schaffen können. Vielleicht. So, hier, Feldeinsatz. Rückzug aus Rosana. Nee, den will ich nicht. Operation Papierkrieg. Was? 46, ja gut. Das machen wir dann später. Jetzt möchte ich erstmal... Warte, diese... Was will ich eigentlich machen? Den Auftrag, genau. So, unsere Kampfmitglieder sind wieder Ace, Machina und Rem. Und die anderen kommen dann dazu, sobald wir sie brauchen. So, die Rubrum-Region. Gut, wo ist eigentlich diese Rosana-Provinz? Ach, da hinten. Okay. Hm. Ja, gut. So, wir brauchen 30 Spezialgriffe. Gut, die Viecher hier fallen alle recht schnell um. Ja. Gut, nein, wir haben keinen Spezialtreffer bekommen. Schade. Dann reiten wir nochmal mit dem Chocobo in ein stärkeres Gebiet.
Und zwar dort hinten. So, die Ibon-Region. So, wie schaut's denn hier aus? Was gibt's hier? Togor und die Ibon-Festung. Und da steht irgendwie dieser Turm des Akido. Chocobo, bleib mal stehen, ich möchte dich einfangen. So, erwische ich den jetzt nicht? Was ist denn das? Sieht aus wie Morbol. Obwohl, ein Morbol. Komm mal her. Vielleicht schaffen wir dieses Ding ja. Wow. Die sterben alle sofort. Das ist irgendwie ein bisschen ungünstig. So. Ja, das Ding sieht aus wie ein Morbol. Da bin ich jetzt mal gespannt. Och, natürlich ist das Stufe 99. So, wir schauen uns mal, kriegen wir das Ding ja tot. Ah, sieht glaube ich nicht so aus. Yeah. So, alle sind tot. So, nein, komm mal du her. Oh. Gut, alles tot. Ja, mal kurz den Lein holen und dann laufen wir irgendwo hin zu einer Stadt. Gut, dann finde ich jetzt ein bisschen doof, dass Gegner auf der Karte einfach mal Stufe 99 sind. Ist ein bisschen unfair. Aber okay. So, Hochsprung. Okay. Und komm schon, nach unten. Ja. Dieser Hochsprung dauert leider ein bisschen lange. Aber ist irgendwie cool. Chocobo, bleib stehen. Yes. Vogelfänger, eine Silbertrophäe. Ich glaube, das war irgendwas mit Fange 20 Chocobos oder mehr. Oder 50, irgendwie sowas. Wieso springt der so lang? Ha! 5800. Gut, wenn es mal trifft, ist es... Das ist cool, aber sonst, naja. So, da hinten ist eine Stadt. Dann können wir unseren lieben kleinen Ace wiederbeleben. So, ich brauche immer noch 30 Spezialtreffer und habe erst 2 Stück. Super. So, ich kurz. Ja, super. Ach, da ist noch ein Viech.
So, gibt es noch mehr Gegner? Leider nicht, schade. So, Kolbenzyklon. Hui. Bam. So, und einen Erdstoß. Tach, tot. Was macht die da unter ihrem Rock? Ach, ich will es gar nicht wissen. So. Togua. Pling, alle kampfunfähigen Mitglieder wurden geheilt. So. Gut, das mit diesem Spezial. Ach, cool, wir haben jetzt schon 4 getroffen. Ja, wunderbar. Da fehlen nur noch 26 Stück. Toll. So, wo kriege ich jetzt einen Gegner her, der stark genug ist, um ein paar Treffer zu landen? Was hat denn der da rum sich rumfliegen? So, können wir denn in diese Festung rein? Nein. Verdammt. Geh weg. Und platsch. You can trust me. So, was kannst du jetzt wie für eine Fähigkeit? Sag mal her. Dunkle Macht. Schwertball. Hey, ist ja cool. So, komm auf. It's your turn. I'll make you proud. So, und noch mehr Gegner. Sehr schön. Schicksalsspielwaffe. So. Gibt's vielleicht noch mal. Ja, noch mehr Gegner. Wunderbar. Wie, schon wieder alle tot? Ist ja furchtbar. Und noch mehr Gegner. Woohoo. Erledigt. Und das war's. So, jetzt haben wir schon. Wow, 5 von 30. Ist ja toll. Kein Hinterhalt. Ach, nee, das ist mir jetzt ein bisschen zu blöd, bis wir da die ganzen 30 Spezialtreffer geschafft haben. Hey, da ist ein Chocobo, bleib stehen. So, einen weiblichen Chocobo.
Wir machen jetzt mal ein paar Aufträge hier auf diese Weltkarte. Togua. Da war doch irgendwo dieser total starke Gegner, Level 50. Den sollten wir jetzt eigentlich besiegen können. So. Mindestens Stufe 51, Insmar-Küste, ja. Den nehmen wir jetzt an. Scheiß auf den Auftrag des Kommandanten. So, zack. Dann reiten wir jetzt mal zu diesem Gegner und vernichten ihn. So, einen Aggressor Chocobo. Mir fällt gerade auf, dass wir zwar mit den Ace 20 Level mehr haben, aber gerade mal 200 Lebenspunkte mehr. Das ist ja irgendwie wenig. Naja, egal. Da wackelt ein Pudding fröhlich vor sich her. So, besser. So, gleich sind wir da, irgendwo da hinten. Sollte er eigentlich sein. So. Insmar-Küste. Diesmal nicht. So, stirb! So, Protas. Protega. Stirb. Haha. Auftritt abgeschlossen. So, und aussaugen. Ein Efeu-Anima. Aha. Jo. Und das war's jetzt? Keine Items? Gar nichts? Wow, ich bin schockiert. Na gut. Gibt's jetzt noch irgendwas hier in diesem Gebiet? Ein Adamant-Timer ist ja super. Oh, und eine Kiste, cool. Na gut, ich glaube, den können wir auch relativ easy down. So, Trifoton. Und Protas. Na komm, stirb. Wow. Gut, sieht halt doch ein bisschen mehr aus. Aber hey, hier ist eine Schatzkiste. Yeah. Und Protega. Na komm, du stirb.
an, hält das Ding viel aus. Na komm schon, stirb jetzt. So, Eisbomb. Besiegt. Platsch. Weiße Anima erhalten und eine Hornplatte. Ja, Wahnsinn. Und eine Kiste. Mit einem Elixier. Schön. So, dann können wir jetzt zurückgehen zur Stadt. So, mit einem Chocobo. So, wie die Sicht ein bisschen wechseln. So, weite Sicht. Sonst gab es hier nichts mehr, oder? Nö, nur ein paar Gegner und Wüste. So, da bin ich mal gespannt, was wir für diesen starken Gegner als Belohnung bekommen. So. Hoffentlich irgendwas Nützliches. Toll, der Chocobo ist geflohen. Der hat jetzt nicht lange hergehalten. Ach, wie gut, dass die Wege so flammend lang sind. So, und das immer Togua. Und jetzt gib mir irgendwas Besonderes. Vielen Dank, nun bin ich der Erfüllung meines Traumes ein Schritt näher. Ein Diamantschild. Ui, das hört sich vielleicht gut an. So. Gut, da hinten steht noch jemand. Hallo? Wer bist du? Ach, hier kann ich Animal kaufen. Schön, brauche ich aber gerade nicht. So, mal kurz ausrüsten, das Diamantschild. Ausrüstung, ey, Silberreif, Diamantschild, Patronen und Impulsschutz plus 40%. Ja gut, haben wir irgendjemand, der ein Schild trägt? Patronenschutz, ja, kriegst du mal hier, das, so. Zack, nochmal kurz speichern. So. Und dann gehen wir mal zur nächsten Stadt. So, Chocobo. Dazu müssen wir kurz in zur Rubrum-Region. Den Chocobo nehmen wir schon mit. Bleib stehen. Was zur... Nein. So. Einen männlichen Chocobo gefangen. So. Die Rubrum-Region. Und da haben wir schon die erste Stadt. Agwi. So, mal schauen, gibt es hier irgendeinen Auftrag für uns? Nö, sieht nicht so aus. Schade. Dann zur nächsten Stadt. Das war Magzai? Ja, doch. Richtig, haha.
Hier gibt es auch keinen Auftrag, wie es aussieht. Nö. Gut, dann zur anderen Stadt gehen wir jetzt mal zu Fuß hin. Das ist ja nicht so weit. Wir lernen uns langsam, aber sicher. Und wieder mal ein Gegner. Der Eisbomb wirkt Wunder. So, weiter kämpfen brauchen wir nicht. So, Corsi, gibt's hier irgendwas? Da ist ein Shop. Und ansonsten gibt's hier nichts. Zack. Gut. Dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge schauen wir noch die ganzen anderen Städte ab, in den anderen Regionen. Und dann war's für diese erstmal. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Ciao. Those red cloaks. Who are you people? You will be Oryx's most powerful force. Make your choice. Will you choose reason or the power of kings? I will become Agito. The gears start to turn. One by one by one. Countrymen, take up your arms and open the path to a new order. May the crystal guide them to salvation. When the seal of creation is broken, a voice like thunder shall sound, and thou shalt know. We have arrived.